Willkommen zum nächsten Teil zum Workout mit der Leiter. Im ersten Teil haben wir ja schon die Kniebeugen gemacht und das Schulterdrücken. Und für den Anfang möchte ich jetzt mal in dieser Position bleiben und noch eine weitere Übung machen. Und zwar die Lunges oder Ausfallschritte. Ja, dazu darfst du nochmal auf die Mitte etwa rutschen. Okay. Wie gesagt, nehmt euch am besten ein Handtuch drunter, damit es nicht so auf die Schultern drückt. Ich halte es jetzt einfach mal aus. Und von hier aus geht ihr tief, streckt beide Beine, fast das vordere Bein, hintere Ferse ist abgehoben und das Knie zieht zum Boden. Zur Mitte kommen, nach 15 Wiederholungen. Wie ihr die Sätze strukturiert, überlasse ich euch, aber dieses 3x15 ist immer ein guter Richtwert für Kraftausdauertraining. So, jetzt könnten wir eine kurze Pause machen oder wir sind ja gut trainiert. Ich mache hier noch einen Satz Wadenheben. Wadenheben geht folgendermaßen, genau, du darfst mal ein bisschen näher kommen, weil da will ich auch ein bisschen Gewicht. Vorsicht. So. Und von hier aus hebe ich die Ferse ab nach oben. Ja? Also eine kleine Bewegung, nur aus dem Sprunggelenk. Ihr geht so weit wie möglich auf den Fußballen, hebt die Ferse so weit wie möglich nach oben. Dabei könnt ihr auch ein bisschen die Fußpositionen ändern, also mal ein bisschen die Ferse näher zusammen oder die Ferse auch mal mehr nach außen stellen und hier aus abheben. Das könnt ihr ruhig nach Gefühl machen, gerne ein paar mehr Wiederholungen. Gut, lasst sie da runter. Für die nächste Übung liegt die Leiter am Boden und es gibt zwei Optionen. Einmal die Deadlifts, ja, und das vorgebeugte Rudern. Beidarmig fange ich an mit den Deadlifts. Da darfst du erstmal so sitzen. Ich lasse mich nach vorne. Ja. Rücken bleibt aufrecht und ich schiebe die Hüfte ganz nach vorne. So, wenn mir das jetzt auch zum Beispiel während der Übung zu leicht wird, kann mein Partner, du darfst schon mal ein bisschen vorkommen, einfach in eine andere Position gehen. Ja? Wenn er jetzt hier so halten muss, dann hat er auch ein bisschen was zu tun. Ja? Ist nicht nur der passive Part. Du musst auch ein bisschen Balance halten und du kannst auch mal in die richtige Liegestütze gehen. Genau, so wird es für mich noch schwerer, für uns beide. So, und einmal wieder zurücksetzen, bleib da, bisschen weiter vor. So. Nächste Option, vorgebeugtes Rudern. Knie leicht angewinkelt, Oberkörper schön aufrecht, die Leiter eng zum Körper ranführen. Okay. Als nächstes zeige ich euch eine Option, die ich persönlich noch besser finde, die noch intensiver ist. Ja? Im Fitnessstudio zeige ich euch auch immer gerne mal einarmige Übungen. Die haben ganz einfach den Vorteil, ihr könnt mehr Gewicht bewegen, ja? Weil ihr einen kleineren Muskelbereich beansprucht habt und wenn ihr zwischendrin wechselt, werdet ihr sehen, insgesamt ist die Leistung höher.
So, bei der Leiter müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht in Konflikt mit eurem Körper kommt, beziehungsweise eben die Sprossen nicht an euch anstoßen. Dann darfst du nochmal ein bisschen mehr zur Mitte. Ich greife die erste Sprosse. Mein hinteres Bein weit nach hinten raus, stütze meine Hand hier ab und komme hier auch von hier aus so weit wie möglich hoch. Okay. Arm hier ablegen wäre auch eine Option. Wichtig ist, dass der Arm ganz lang wird und ich ihn so weit wie möglich ranziehe. Okay, ich hätte gern ein bisschen mehr Gewicht. Genau. Und glaubt mir, Leute, ihr könnt wirklich intensiv damit trainieren.